So, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Ihr seht schon, heute mal ein ganz anderer Anfang als sonst. Wir haben einen extrem nebeligen Herbstabend gerade. Es ist kurz vor, Sonnenuntergang war glaube ich schon, es ist kurz bevor es dunkel wird auf jeden Fall. Ich stehe hier gerade vor einem riesigen Militärfeld, einer meiner Lieblingsspots hier in der Gegend. Und normalerweise könnt ihr hinter mir, ich würde mal schätzen, so einen Kilometer bis zwei Kilometer weit gucken. Und ihr seht es jetzt, so ungefähr nach 50 Metern ist Schluss. Es ist sowas von nebelig und es ist arschkalt, deswegen will ich auch wieder schnell zurück ins Auto. Aber ich wollte hier mal meine Intro heute starten. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute mal was ganz anderes. Wir gehen jetzt in keinen typischen Lost Place. Ich weiß auch selbst noch gar nicht, was uns heute erwartet. Ich werde nämlich heute eine App ausprobieren. Eine App, die ich vor einigen Wochen oder Monaten bei einem anderen YouTuber gesehen habe und mir kurzerhand einfach mal, ja, die Idee geklaut ist blöd, aber ich fand es cool und wollte es einfach nachmachen. Wenn ich sowas mache, gebe ich auch Props an die Person, was ja nicht so oft passiert, dass ich mal was nachmache, aber wenn, dann ja, gibt es von mir auf jeden Fall auch die Erwähnung in dem Video. Das habe ich vor einigen Wochen bei Leon TV gesehen, beziehungsweise sein Kanal heißt jetzt Leon TV Mysteries, glaube ich. Der hat zusammen mit seinem Kollegen sich eine App runtergeladen. Diese App zeigt einem in der Nähe komische Orte, sage ich mal. Anomalien, Blindspots, so eine Begriffe tauchen dort in der App auf. Und da kann man dann hinfahren und gucken, was dort ist. Das sollen gruselige Orte sein, das sollen übernatürliche, paranormale Orte sein, Anomalien, ich weiß es nicht. Ich fand es in dem Video auf jeden Fall damals ganz cool und dachte mir, oh, das will ich auch mal machen. Deswegen bin ich jetzt hier an einen extremen Ort gefahren, kann man sagen. Ein Militärfeld, Herbstabend, nebelig, gruselig. Und jetzt werden wir gleich zusammen die App starten und gucken, was der oder die App mir hier in der Nähe sagt, an welche drei übernatürlichen Orte ich fahren soll. Dafür gehen wir jetzt allerdings zurück ins Auto, weil ich gleich sterbe vor Kälte. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt hier im Auto und ich habe die App schon offen, ihr seht es. Hier sind jetzt, ich kenne mich jetzt noch nicht so wirklich damit aus. Ich war jetzt hier auch noch nicht in den Einstellungen oder so. Wir sind auf jeden Fall gerade im Point Finder. Das ist anscheinend, ja, das ist die wichtigste Information gerade. Ich kann jetzt hier drei Orte generieren, drei Anomalien. Das kostet mich drei Eulentoken. Ich habe 15 Eulentoken und anscheinend kann man hier auch neue Tokens kaufen. Oh, 60 Tokens für 1,99. Das klingt relativ günstig, muss ich sagen, aber wir wollen jetzt erstmal gucken, wie qualitativ hochwertig diese Orte überhaupt sind, die sie uns hier geben. Wir haben Void, das kostet 2. Wir haben Power, das kostet 3. Wir haben Attractor, das kostet 2. Ich habe keine Ahnung, was das für Unterschiede sind. Wir können Blindspots machen. Quantum und Pseudo, das ist kostenlos. Ich mache jetzt einfach mal einen Radius von 6 Kilometern ungefähr. Damit haben wir dann fast das ganze Militärfeld hier abgedeckt, wie ihr seht. Ja, seht ihr gerade nicht. Hier. Das hier ist das Militärfeld. Wir können ja jetzt erstmal einen Blindspot kostenlos generieren und gucken, was der mir sagt. So. Der hat jetzt einen Blindspot hier hinten im Wald generiert. Unnamed Road. Okay, das ist hier mitten im Wald neben so einem Feldweg. Und jetzt quasi, das Video besteht jetzt daraus, wir fahren jetzt dahin und gucken, was da ist. Und ihr seht schon, es wird jetzt gerade ziemlich dunkel. Es ist todesnebelig. Meine Güte, wird das ein gruseliges Video. Leute, das sehe ich jetzt schon kommen. Fuck. Wieso mache ich so eine Scheiße hier wieder alleine? Kann ich mich schon über mich selbst aufregen? Egal. Wir generieren jetzt im Umkreis von... Ach komm, wir gehen mal auf 5 Kilometer und habe keinen Bock, so weit zu fahren. Ja, 5,10 Kilometer. Und wir generieren jetzt Power, was auch immer, 3. Wir generieren jetzt einen Ort für 3 Tokens, glaube ich. Gar nicht 3 Orte, sondern ein Ort. So, wir generieren mal und gucken, was passiert.
Okay, jetzt braucht das schon ein bisschen länger als gerade. Anscheinend kommt jetzt doch was Aufwendigeres. Okay, südlich vom Militärgelände, wobei, warte mal, stopp. Ach, guck mal, jetzt steht da Power 1,9, Radius 200 Meter. Gut, ich würde sagen, die Fahrt werde ich jetzt natürlich nicht weiter aufnehmen, ist ja Quatsch. Ich werde da jetzt hinfahren und sobald ich da vor Ort bin, mache ich die Kamera wieder an. Also würde ich sagen. Ja, Leute. Ich weiß nicht, ob man es gerade erkennt. Hier stehen wir. Bei dem Pin logischerweise wäre jetzt die Anomalie. Ja. Wie ich mir schon dachte, das ist ja alles militärischer alles militärisches Sperrgebiet mit Stacheldraht und ja, komplett abgeriegelt. Das bedeutet, ja, die erste Anomalie können wir schon mal nicht untersuchen. Allein um hierher zu kommen, musste ich, glaube ich, irgendwie schon gefühlt fünf Gesetze brechen. Und über einen 2,50 Meter hohen Stacheldrahtzaun werde ich dann doch nicht klettern, um einfach nur um mitten auf einem Feld irgendwo zu stehen, wo wahrscheinlich eh jetzt nichts Atemberaubendes auf uns wartet. Deswegen werden wir jetzt hier gleich zusammen die nächste Anomalie und generieren, sage ich mal. Anderen Punkt. Komm, ey, gib mir irgendwas Cooles im Wald einfach. Hat er mir jetzt fast, der hat mir doch gerade fast denselben Punkt nochmal gemacht, oder? Ja, wobei es ein Stück weiter weg vom Wald. Wie es aussieht, sind hier Wege. Da kommt man wohl eher hin. Gut, komm, den gucken wir uns mal an. Sind auch nur 5 Minuten. Gut, also bis in 5 Minuten. Ich bin jetzt hier vor dem Feld der nächsten Anomalie und bin aus dem Auto ausgestiegen. Und ich hoffe, man hört das relativ gut. Hier ist ein Strommast, der unglaublich laute Stromgeräusche von sich gibt. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Man sieht leider wegen dem Nebel fast gar nichts. Aber das klingt für mich schon mal extrem nach einer Anomalie. Ah, ihr werdet das nicht sehen. Hier ist auf jeden Fall ein Strommast, der unnormal laut knarscht. So, die Anomalie soll allerdings woanders sein, auf dem Feld sein. Deswegen werden wir da jetzt auch mal hingehen. Ich hoffe, das Feld ist nicht zu nass und zu dreckig, weil ich eigentlich keine Outdoor-Klamotten jetzt dafür bei habe. Na, noch geht's. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Scheiße, der Boden ist hier klitschnass. Ja, wird schwierig. Also ich würde sagen, die Anomalie liegt ja in einem Umkreis von 100 Metern oder so. Ich denke mal, das war gerade da schon die Anomalie. Ohne Witz, Leute, das ist, glaube ich, eine der dunkelsten Nächte, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Man sieht, also wenn das Licht aus ist, ne? Ihr werdet ja sowieso gar nichts sehen. Aber wenn das Licht aus ist, ich mach's mal ganz kurz, es ist schwarz. Leute, es ist schwarz. So schwarze Nächte hat man ganz, ganz selten, dass man nicht mal die Hand vor den Augen sieht. So, wir nähern uns jetzt mal ein bisschen diesem komischen Strommasten, der da komische Geräusche macht. Oh, hier ist auch ein richtig creepy Weg, Alter. Oh, Leute, ey. So. Ich glaube, näher kommen wir nicht ran, sonst müssten wir Offroad gehen.
Ah, okay. Die Stromlinie geht direkt über uns lang. Das heißt, der nächste Strommast müsste irgendwo in diese Richtung sein. Oh Mann, dass heute auch noch so ein kompletter Nebel ist, macht das natürlich alles viel, viel schlimmer noch, ne? Also ich habe noch nie einen Strommasten, eine Stromleitung so knarren hören. Ist das normal oder was? Also das finde ich hier schon auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz krasse Atmosphäre. Wir sind hier mitten auf dem Feld. Es ist stockduster. Wir haben Nebel. Wir können, selbst wenn ich das Licht anmache, habe ich eine Sicht ungefähr von 10 Metern gerade. Und wir haben hier tatsächlich so, ja, ob das jetzt eine Anomalie ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir haben hier doch etwas Merkwürdiges entdeckt, sage ich mal. Auf jeden Fall einen Strommasten, der unnormal laut knarrt die ganze Zeit. Die eigentliche Anomalie soll da hinten auf dem Feld sein. Allerdings steht da auch wieder Radius 100 Meter. Das heißt, die kann eigentlich überall sein im Radius von 100 Metern. Das bedeutet, wir würden die jetzt hier mal abhaken. Ist unser erster relativer Erfolgstreffer, würde ich mal behaupten. Zumindest war jetzt hier mal endlich irgendwas. Meine Tokens sind aufgebraucht. Ich werde jetzt erstmal keine neuen kaufen. Ich werde jetzt erstmal noch diese kostenlosen Blindspots werde ich jetzt noch mal ein, zwei generieren, bis einer generiert wird, der doch ein bisschen vielversprechend ist oder vielversprechend aussieht bei Google Maps. Dann werden wir da gleich noch mal hinfahren. Ich gehe jetzt erstmal zum Auto zurück, weil es arschkalt ist und ich hier die ganze Zeit Geräusche höre aus allen Richtungen. Deswegen werden wir uns gleich hier im Auto wiedersehen. So, unser letzter Punkt für heute, ein Blindspot im Wald, so wie ich es erhofft habe, in der Nähe der Straße. Wir werden da jetzt mal hinfahren, das ist ungefähr 5 Minuten entfernt. Tja, ich sag mal so, es ist direkt an der Straße im Wald. Keine Ahnung, was da jetzt sein soll, aber ja, gleich werden wir schlauer sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Das ist unglaublich gruselig, vor allem, wenn man sich selbst anleuchtet. Irgendwo hier soll ein Blindspot sein. Ich habe das jetzt mal eben gegoogelt. Ich werde erstmal wieder kurz die Kamera nach vorne switchen, dass ihr auch was seht. Einen Moment. So. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was hier. Schon mal, hier darf man eigentlich gar nicht rein, zumindest mit dem Auto. Ich habe eine, es ist ohne Witz, Leute. Ich habe eine Sicht von maximal 10 Metern. In 10 Metern ist alles weiß-schwarz. Weiß wegen dem Nebel und schwarz, weil es dunkel ist. Ich hätte das am Tag machen sollen. Achso, Blindspot übrigens. So wie es. Also man kann es mit verschiedenen Dingen übersetzen. Einerseits natürlich ist es ein toter Winkel, totes Land, blinder Punkt. Und dann gab es auch so ein Sprichwort mit einem Teufel, irgendwie The Devil's Blind Spot ist irgendwie die Lücke, die der Teufel lässt oder so, habe ich gesehen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass der Blindspot im Zusammenhang mit dieser App entweder ein toter Winkel oder totes Land ist. Das heißt, wir sind jetzt hier mitten im scheiß nebligen Gruselwald. Es ist, während es arschkalt ist, meine Füße sind auch nass wegen dieser scheiß Anomalie davor, auf diesem Feld, wo ich ein paar Meter reingegangen bin. Deswegen, wir haben es jetzt gerade irgendwie so 3 Grad. Meine Füße sind nass, arschkalt. Wir sind mitten in der Nacht, mitten im Gruselwald, voller Nebel und suchen totes Land. Das, genau das ist Unknown Worlds in einem Satz zusammengefasst, glaube ich, kann man so sagen. Weißt du, ich rede jetzt hier gerade ein bisschen, weil, ja, was soll ich jetzt hier groß filmen? Wir laufen jetzt hier gerade einfach nur einen Weg mitten im Wald lang.
Wenn man das mit, wenn ich das hier mit mehreren Leuten machen würde, zumindest zu zweit wäre das schon wieder was ganz anderes. Aber alleine, Leute, lasst es euch sagen, alleine, sei es noch so ungefährlich, nachts alleine ist immer ein Scheißgefühl, weil ihr im Hinterkopf habt, ihr habt kein Backup. Kommt jetzt hier ein Wolfsrudel? Ist hier irgendein kranker Psychopath, ein Jäger? Alles Mögliche. Und ich bin unterlegen in dem Moment. War's das? Keiner weiß, dass ich hier gerade bin. Das hätte ich vielleicht nicht so laut sagen sollen. Stell dir vor, ich hätte nur dieses Land, dieses Licht hier mit dem Diffusor. Da hätte ich eine Sichtweite ungefähr von 1 Meter und wäre auch noch halb blind, weil mich das auch noch selbst anleuchtet. Oh mein Gott, wenn mich jetzt hier jemand sieht, der mit dem Hund in Gassi geht oder so. Ich glaube, der hat einen Herzinfarkt. Stellt euch mal vor, ihr seht jetzt hier dieses Video und jetzt hört ihr gleich so einen stumpfen Schlag auf meinen Hinterkopf. Die Kamera fällt runter. Ich werde als vermisst gemeldet, werde die nächsten 20 Jahre nicht gefunden. Und aus diesem Material hier wird ein Found-Footage-Horrorfilm gedreht, wie bei Blair Witch Project. Das wäre heftig, oder? Also ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert, aber boah, das wäre auf jeden Fall heftig. Ich drehe mich auch die ganze Zeit so ein bisschen im 360-Grad-Winkel um mich herum, meine eigene Achse. Weil ich dann doch ein bisschen viele Horrorfilme in letzter Zeit gesehen habe. Mal gucken, was er uns jetzt hier rausspuckt. Oh, okay, das genau so ein Punkt hier wollte ich haben, mitten im Wald. Oh, das ist jetzt spannend. Jetzt bin ich echt gespannt, was da mitten im Wald sein soll. Es ist jetzt gerade, also ich denke, wir werden ungefähr noch 20 Minuten Licht haben. In 20 Minuten wird das hier stockduster sein. Jetzt, diese Atmosphäre hier, so wie sie jetzt ist, top. Es ist dunkel, mystisch, nebelig, aber ich sehe noch alles. Ich kann noch locker 100, 200 Meter weit gucken. So top. Wenn es so bleiben würde, dann würde es mir auch gut gehen. Aber ich weiß ganz genau, ich brauche jetzt bestimmt ungefähr 10 Minuten dahin. Dann wird es schon richtig dämmern. Und bis ich wieder zurück bin, oder wir wissen ja auch nicht, was wir da gleich finden werden, wird es dunkel sein. Und dunkel plus Wald plus Anomalien, die man sucht, ist, glaube ich, meines Erachtens keine gute Kombination. So, wir nähern uns. Ich würde schätzen, es ist noch ungefähr 200 Meter vor uns. Was ich ganz interessant finde, ist, hier ist so eine Tierfutterstelle mit einem Hochstand. Ich hätte jetzt erst gedacht, dass das vielleicht hier diese Anomalie sein soll. Aber es ist halt noch ein ganzes Stück vor uns. Und ich wüsste auch nicht, wie die App diese Stelle hier finden sollte. Also, ich frage mich ja sowieso, wie die App funktioniert, wie die programmiert ist, wie diese Orte generiert werden, ob die da sich die Satellitenansicht irgendwie angucken und da, wo was Komisches erscheint, da hauen sie einen Punkt hin oder ob das einfach komplett random ist oder ob die da auch irgendwie, weiß ich nicht, auf andere Daten zurückgreifen können, wo ein hoher Magnetismus herrscht oder was weiß ich, weiß es nicht, keine Ahnung. Ich zeige euch mal kurz. Das sind jetzt ungefähr noch 30 Meter. Da war ich noch nie hier in dem Wald, da wo dieser Punkt ist. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt sein soll. Also wenn da jetzt irgendwie weiß nicht, so ein Hexenkreis ist oder so ein Opferstein oder wie bei Blair Witch Project so Puppen von der Decke hängen oder so Stöcker zu so einem Unterschlupf aufgestellt sind, Alter. Also das wäre auf jeden Fall schon das Gruseligste, was uns
dass ich mir vorstellen könnte, was da auf uns wartet. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall demnächst irgendwann runter. Ich laufe mal noch ein kleines Stück, bis ich auf der richtigen Höhe bin. Okay, wir sind jetzt ganz nah. Hier ist doch so ein bisschen wie eine offene Stelle. Es ist Totenstille. Oh mein Gott, was liegt denn da? Alter, ich glaube, ich habe die Anomalie gefunden. Was zur Hölle ist das denn? Warte. Ich drehe euch mal die Kamera nach vorne. WTF ist das denn? Alter, wie kommt das denn hier hin? Das kann doch nicht sein. Das ist hier eine Badewanne hier mitten im Wald. Das ist hier mitten im Wald. Hier ist nicht mal ein Weg oder irgendwas. Wie kommt denn hier eine Badewanne hin? Mein Akku ist gleich leer. Ich muss mich jetzt hier beeilen. Ich gucke nur gerade. Da ist auch. Guck mal, Leute. Da ist auch wie so eine Folie drüber irgendwie. Aber stell dir mal vor, ich fasse da jetzt rein und da sind Leichenteile drin oder so. Was zur Hölle? Das hat ja richtig einer in den Boden verbuddelt. Okay, krass, also. Keine Ahnung, was das soll. Das werde ich mal. Ist das von einem Jäger irgendwie für die Tiere, dass die hier trinken können? Oder? Ich würde mir das, glaube ich, nochmal am helllichsten Tag lieber angucken. Und vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwie wasserdichte Handschuhe oder so einen Scheiß mitbringen, dass ich da reingreifen kann. Das ist schon sehr merkwürdig. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. So, ich bin zurück im Auto. Wie ich schon erwartet habe, der Akku ist dann ein paar Sekunden später leer gegangen, leider. Das Gute ist, das Schöne an der Osmo Pocket, man kann sie direkt über eine Powerbank wieder aufladen. Und die Powerbank habe ich hier halt im Auto liegen. Deswegen konnte ich jetzt noch schnell hier mein Schlussplädoyer abgeben. Ja, ich habe mir noch kurz die Badewanne angeguckt, bin dann wieder hoch, wo ich hergekommen bin, habe dort die ganze Zeit Schritte gehört. Das war schon ziemlich creepy. Hab dann die ganze Zeit 360 Grad um mich herum geleuchtet. Hab auch ein bisschen in den Wald gerufen, ob dort jemand ist und so weiter. Wie man es halt kennt von mir. Hab keine Antwort bekommen. Hab dann auch irgendwann gemerkt, nach 1-2 Minuten, dass es wahrscheinlich keine Schritte waren, sondern Regentropfen, die auf den Boden gerasselt haben von den Bäumen. Ja, was ist mein Fazit zu der App? Also es hat teilweise gar nicht geklappt, teilweise, ja, zum Schluss war es aber irgendwie doch ziemlich krass, muss ich sagen. Ich meine, was will man erwarten? Es ist eine kostenlose App, das darf man nicht vergessen. Es macht Spaß, es ist eine spaßige, kostenlose App. Sie generiert Orte, wo komische Sachen sein sollen. Teilweise trifft es, teilweise trifft es nicht, aber ich sag mal so, dadurch, dass man dafür nichts bezahlt, darf man sich eh nicht beschweren. Es war eine coole Unternehmung, sage ich mal. Es war teilweise spannend. Zwischendurch hatte ich so ein bisschen die Hoffnung verloren, aber jetzt zum Schluss laufe ich mitten durch den Wald und es ist einfach irgendwo, wo die Anomalie sein soll, eine Badewanne im Boden verbuddelt, wo nicht mal ein Weg in der Nähe ist. Also das, boah, da werde ich, denke ich, auch nochmal tagsüber hingehen und mir das nochmal genauer angucken mit der Badewanne. Das fand ich doch schon ziemlich spannend. Von daher muss ich sagen, ist auf jeden Fall eine spannende App, eine coole App, so auf jeden Fall mal für zwischendurch. Ich stelle mir das so vor, dass man, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, mit ein paar Kumpels oder mit ein paar Freunden abends irgendwie einem langweilig ist, man überlegt, ja, was wollen wir jetzt machen? Irgendwas Gruseliges, wollen wir einen Horrorfilm gucken oder eine Reacher-Sitzung machen? Oder wir suchen halt einfach mit dieser App irgendwelche krassen, gruseligen Orte im Wald und gehen dorthin. So, weißt du, ist halt auch irgendwie eine coole Unternehmung so für eine Gruppe, wenn man gerade irgendwas Gruseliges machen möchte. Ich meine, was habe ich erwartet? Eine kostenlose App wird mir jetzt hier nicht mitten im Wald irgendwo einen Indianerfriedhof zeigen, den keiner kennt oder so. Deswegen, aber es ist spannend.
Es war gruselig. Teilweise hat es funktioniert, teilweise nicht. Ich denke mal, ich werde mir zu der App noch ein paar Videos angucken von anderen, was die da so erlebt haben. Werde es vielleicht auch in ein paar Wochen oder Monaten nochmal selber testen, je nachdem, wie das Video bei euch ankommt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen bei diesem Video, was mal was ganz anderes war. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!